Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Wir haben es heute zu tun mit einer neuen Karte, 36 neuen Mods und einem Update. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei FTR und DJMC für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wie immer starten wir erstmal mit der neuen Karte und zwar heißt diese Karte Pioniere-Karte, also eine Karte der Pioniere. Und zwar heißt der Text hier, in den 1980er Jahren verließen Siedler auf der Suche nach neuem Land den Süden Brasiliens und zogen nach Zentral-West-Brasilien. Schlüpfen Sie in die Rolle eines dieser Siedler auf der Karte, die auf dieser Region und Epoche basiert. Simulieren Sie mit Ihren Freunden die Saga der Mato Grosso Pioniere im Landwirtschaftssimulator. Du musst die Felder selbst anlegen und die Farm selbst bauen. Zwei Punkte, an denen Sie Getreide verkaufen können. Pioner und Pioner Terminal 01. Verkaufe Wolle und Baumwolle in der Spinnerei. Verkaufen Sie Holzschnitzel und Baumstämme bei der Holzfällerfirma. Enthält drei Wasserquellen, die mit Symbolen auf der Karte gekennzeichnet sind. Verkauf von Kartoffeln, Rüben, Zuckerrohr im Pioner Terminal 01. Verkauf von Ballen bei Comercio de Ballos. Kalkstein kann im Hafen gekauft werden. Verkaufen Sie Ihre Produkte aus den Fabriken auf dem Markt. Viel Spaß beim Spielen. Die Karte kommt von Vergamini Modding und Lost Gamer. Downloadgröße 95,27 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Das ist, wo wir herauskommen, wenn wir uns als neue Farmer in die Karte laden. Das heißt, hier ist ein Feld, was hier schon vorhanden ist. Und zwar ist das eine Landfläche von 33,65 Hektaren. Das ist natürlich klar, das Feld hat eine Fläche von 0,57 Hektaren. Hier ist also Sorghumhirse bereit zum Ernten. Und wenn wir uns einmal umdrehen, haben wir hier einen Unterstand. Eine kleine Halle hier stehen. Und da finden wir auch schon einen Teil des Equipments, was wir haben. Und zwar einmal den Valtra Valmet 8750. Dann gibt es einen Kalk- und Düngerstreuer, eine Sämaschine, eine Düngespritze. Und draußen haben wir schon gesehen, haben wir einen Pflug da stehen, ein Schneidwerk für den Drescher wie auch einen Schneidwerkswagen. Und hier natürlich unser New Holland, den CH77er, der hier zu unserem Equipment gehört. Das ist dann auch schon alles, was zum Equipment gehört und was zu der Farm gehört. Es heißt ja, man muss diese sich selber aufbauen. Wir schauen uns mal die Karte an. Und hier sehen wir, das ist diese Karte hier, ist natürlich eine leere Karte. Wir befinden uns hier ganz oben in der westlichen Ecke. Und zwar ist das das Landstück Nummer 1. Hat eine Fläche von 33,65 Hektaren. Des Weiteren gibt es natürlich andere Landflächen, das heißt Feld 2, das ist dann 60 Hektar, 65 Hektar, 1,6 Millionen. Dann haben wir eine andere Fläche mit 70 Hektar, 75 Hektar und 1,86 Millionen. Das Erschwingliche hier noch könnte sein, einmal ein 30 Hektar Feld mit 770.000 Euro. Dann haben wir hier ein kleines Land mit 20 Hektaren. Das ist dann eigentlich alles, was drumherum gehört. Also das heißt auch der Shop und alle ganzen Gebäude oder Gebiete können gekauft werden für den Preis von 504.000 Euro. Ja, wir schauen uns einmal an, welche Produktionen verbaut sind. Und wir sehen hier, dass es das Sägewerk ist. Ansonsten sind keine weiteren Produktionen vorinstalliert auf der Karte. Dann gibt es sogenannte Ladestationen, also da können wir ankaufen, einmal an der Tankstelle, natürlich Diesel. Dann beim Sägewerk kann natürlich auch noch eingekauft werden und hier haben wir die Lime Station, also der Kalkstation, wo man auch eben wie schon erwähnt Kalk kaufen kann. Das heißt, das hier ist das Hafengebiet. Wir haben Abladestationen oder Verkaufspunkte. Da haben wir zum Beispiel den Hackschnitzel zu Verkauf. Den Gesteinbrecher, den Pionier, dann die Verkabelung,
dann den Supermarkt, da drüben haben wir den Ballenverkauf, den Eidechsen-Käsefabrik und das Pionierterminal 01. Das sind die Verkaufspunkte, die auf der Karte verbaut worden sind. Wir schauen uns einmal den Aussaatkalender an und da fällt gleich wieder auf, dass, obschon wir uns in der Südhemisphäre befinden sollen, dass hier der August immer noch als der wärmste Monat quasi geführt ist. Bisher gibt es nur eine Karte, die tatsächlich den Aussaatkalender entsprechend dem Zyklus in der Südhemisphäre angepasst ist. Also es ist schade, dass solche Details, die doch ziemlich wichtig sein könnten, gerade für die Spieler in Brasilien oder in Südamerika einfach nicht korrekt dargestellt werden. Es ist tatsächlich schade, dass man dieses Detail quasi einfach vergisst. Also es handelt sich hiermit um den Standard-Aussaatkalender. Wir schauen uns den Verkaufskatalog an und in der Tat können wir feststellen, dass für alle Produkte und Früchte es Verkaufsstellen gibt. Das heißt, alle Standardprodukte können verkauft werden, obschon keine der Produktionsstätten eingebaut ist. Eine Ausnahme ist natürlich der Mist und die Gülle, da keine BGA eingebaut ist. Das heißt, es müsste nachgebaut werden, sollte man dies verkaufen wollen. Natürlich sind auch keine Tiere da und Aufträge gibt es auch einen, und zwar aus dem Grunde, weil auf jedem Landfleck ein ganz, ganz kleines Feld eingebaut ist. Also wir können sehen hier Feld 3, Feld 5, Feld 6, Feld 7, Feld 4. Das sind also das sind Kleinstflächen. Wenn wir uns das anschauen hier, können wir sehen, dass also Feld 1, das ist das, was wir besitzen, 0,57 Hektar hoch groß ist. Dann gibt es das Feld 2, das ist dann 0,02 Hektar. Dann Feld 4 ist 0,01 Hektar. Und das ist im Prinzip so, in diesem Bereich befinden sich diese Felder. Daher auch der Auftrag, der tatsächlich möglich ist. Produktion haben wir gesehen, sind keine verbaut, auch sind keine Tiere verbaut. Wir machen einen ganz schnellen Überflug, weil es gibt ja wirklich nicht wirklich viel zu entdecken hier. Also das ist dieses Land hier. Ich gehe noch ein bisschen weiter hoch, dass wir uns einen besseren Überblick machen können. Also wir können sehen, dass diese Parzellen ziemlich dicht bewaldet sind, mehr oder weniger dicht natürlich. Also man kann hier am Anfang schon ziemlich etwas an Geld verdienen, wenn man sich hier an die Forstwirtschaft hält, bevor man dann anfangen kann, quasi Felder auszuweiten oder zu erstellen. Also wir haben hier unten, wie gesagt, also ein Teil der Verkaufspunkte, die wir anfahren können. Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite gibt es den zweiten Punkt, der quasi ein kleines Städtchen, Dörfchen oder der Hafenstar darstellt. Das ist also hier. Dann haben wir auch die Kalkstation und so weiter, wo wir entsprechende Sachen kaufen können. Es ist natürlich überflüssig zu sagen, es handelt sich hierbei um eine Karte in der Standardgröße, das heißt also 2 mal 2 Kilometer in der Kantenlänge. Das Flair von Süd- oder Zentralamerika kommt schon durch, also vor allem mit diesem Fluss, der hier lang geht. Auch die Tönung der Erde ist korrekt nachempfunden, würde ich mal sagen. Also ich habe schon das Gefühl, dass man eben nicht in Europa ist, sondern dass man in Südamerika ist. Dann, ja, da gibt es eigentlich zu der Karte nicht wirklich viel mehr zu sagen. Ja, eine Karte, die wieder dazu einlädt, von Null anzufangen. Und ja, wäre sicher eine Möglichkeit, hier auch noch eine Geschichte zu schreiben oder zu entstehen zu lassen. Hier kann natürlich, wie gesagt, auch im Multiplayer gespielt werden. Dann hat halt einer oder jeder hat dann eine andere Landfläche, die er erst einmal bebauen muss. Und dann kann hier auch, könnte auch eine Kooperation entstehen zwischen den einzelnen Höfen, die dann einander helfen, die Rohstoffe oder die Produkte weiter zu veredeln oder veredeln zu können. Ja, okay. Das wäre es mal von der Karte hier. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich weiter und fangen gleich mal mit den Updates an. Wie immer fangen wir erstmal mit dem Update an. Und zwar ist dieses heute das Autoload Stock Trailer Pack.
Das kommt von John Wayne 1930. Downloadgröße 28,16 MB in der Version jetzt von 1.0.5.1 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Option zu allen Anhängern hinzugefügt, mit der sich automatische Spanngurte aktivieren, deaktivieren lassen. Damit kommen wir zu den neuen Mods und zwar starten wir mit dem Mahindra 86110. Der kommt von Holz FS und Gian FS. Downloadgröße 21,76 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser kleine Traktor mit einer Leistung von 110 PS. Wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 125 Litern, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Gewicht liegt bei 4,4 Tonnen. Der Preis 25.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, Friedestein, Nokian, Lizard und Trelleborg. Dann gibt es bei den Reifenvarianten, gehe ich hier ausnahmsweise nur die Lizard-Version durch. Und einmal gibt es hier die Reißreifen, dann die Zwillingsreifen, das Hilfsrad, Hilfsrad 2, dann halber Käfig, Käfigrad und einmal konische Räder. Ich möchte gerne wissen, weil ich nicht herausfinden konnte, für was diese konischen Räder gut sind. Wenn jemand das weiß, bitte im Kommentarfeld hinterlassen, damit ich etwas dazu lernen kann. Des Weiteren gibt es als Konfiguration beim Gewicht entweder hier ein Schutzblech, entweder hier das Frontgewicht oder ein Schutzblech an der Seite oder beides zusammen. Dann beim Auspuff gibt es die Variante vom Design 1 oder Design 2, Design 3, Design 4, 5 und dann zurück zu Design 1. Bei den Fenstern kann gewählt werden zwischen Design 1, das ist getönt, Design 2 ist ungetönt und vor und zurück. Dann gibt es bei der Anhängervorrichtung einmal Design 1, Design 2 und wieder Design 1. Des Weiteren kann hier auch ein Frontlader angebaut werden, was für mich den Anschein hat, dass dies ein Quickie-Anbau ist. Dann kommt natürlich bei der Hauptfarbe die Möglichkeit zwischen Rot und Schwarz zu wählen und die Felgenfarben können gewählt werden zwischen Rot, Weiß, Grau und Schwarz. Die nächste neue Mod heißt Dondi Discovitis, kommt von SMI Modding Team. Downloadgröße 5,43 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Tiefenlockerer mit einem Gewicht von 1,1 Tonne, braucht 65 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2 Metern und die Arbeitsgeschwindigkeit von 12 km/h. Der Preis 12.500 Euro. Dieser ist natürlich sehr gut geeignet für den Oliven- oder den Traubenanbau. Der kann natürlich hier perfekt eingesetzt werden. Dann kommen wir zum SIP Silvercut Disc 300 FS Flow. Dieser kommt von Agrar Design Austria. Downloadgröße 7,48 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und wenn ihr jetzt sagt, den haben wir doch gestern schon gesehen, dann ist das korrekt. Gestern war die Version nur für PC und Mac. Und zwar kommt dieses Front-Mähwerk mit einem Gewicht von 736 kg, braucht 67 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern und die Arbeitsgeschwindigkeit von 22 km/h. Der Preis 16.720 Euro. Die Designfarbe kann gewählt werden zwischen dem schwarzen Gummi oder dem schwarzen Plastik. Das ist hier ist die Plastikvariante. Die sehen perfekt aus. Sehr, sehr schön gemacht. Und natürlich die Gummivariante. Das ist diese hier. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod. Und zwar ist das der Fendt 900 Vario S4. Der kommt von STV Modding. Downloadgröße 24,88 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und dieser Mod ist ganz kurz nach Veröffentlichung im Mod Hub auch wieder verschwunden. Ich weiß nicht warum. Trotzdem habe ich es fertiggebracht, diese zu finden und kann diese natürlich entsprechend jetzt auch vorstellen. Und zwar kommt dieser standardmäßig mit einer Leistung von 270 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für einen Diesel von 600 Litern, 60 Litern DEF, Maximalgeschwindigkeit 60 km/h und das Gewicht 11,9 Tonnen. Der Preis 252.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Friedestein, Nokian und Trelleborg.
Dann bei der Motorenausführung haben wir den 927 mit 270 PS, den 930er mit 305 PS, den 933er mit 336 PS, den 936er mit 366 PS und den 939 mit 396 PS. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus einer erweiterten Standardpalette, also mit den klassischen Fendt-Farben. Dann die Felgenfarbe kann aus der Standardpalette ausgewählt werden. Wir kommen zu der Massey Ferguson 2270 XT Ballenpresse. Diese kommt von LS Agrar Ole, Downloadgröße 10,43 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Presse mit einem Gewicht von 11,5 Tonnen, braucht 200 PS, Arbeitsgeschwindigkeit 20 km/h und macht Koala-Ballen in der Größe von 180 bis 240 cm. Der Preis 125.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Wredestein und Trelleborg. Dann die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Rot, Schwarz, Silber, Grün, Weiß und Kommunal. Und die Felgenfarbe kann aus der Standardpalette ausgesucht werden. Wir kommen zum Rapide 8400W. Der kommt von Mantrit, Downloadgröße 13,09 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Ladewagen mit einem Volumen von 53 Kubikmetern, einem Gewicht von 13,5 Tonnen, braucht 240 PS, Arbeitsgeschwindigkeit 20 km/h und der Preis 150.000 Euro. Die Konfiguration kann geändert werden von Standard auf Aufbau, womit das Volumen zu 56.500 Litern anwächst oder 56,5 Kubikmeter. Dann gibt es die Standardversion mit Zylindermitteltank und natürlich die erweiterte Version mit auch dem Zylindermitteltank. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Wredestein, BKT und Trelleborg. Dann gibt es noch die Option der Rundumleuchte, die hinten aufgesetzt wird. Und zwar einmal Nein, einmal Design 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Versionen an Rundumleuchten gibt es hier. Die Hauptfarbe kann ausgewählt werden aus einer sehr, sehr großen Farbpalette. Da gibt es viele Farben, die in drei verschiedenen Varianten zu finden sind. Und zwar einmal Metallic und einmal lackiert. Und natürlich emailliert gibt es auch noch als Möglichkeit. Die Designfarbe kann auch gewählt werden und da kann auch aus derselben Palette ausgesucht werden. Ich habe allerdings nicht herausgefunden, welchen Teil damit verfärbt wird. Die Felgenfarbe spricht für sich alleine und das ist genau dieselbe Palette, die hier zur Verfügung steht. Wir kommen zum Kuhn HR 4004, dem BTF 4000 und dem TF 1512. Der kommt von Nico Du 55, Downloadgröße 16,77 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack zum einen mit einem Grubber, dem HR 4004, der kommt mit einem Gewicht von 2 Tonnen, braucht 100 PS, hat eine Arbeitsbreite von 4 Metern, eine Arbeitsgeschwindigkeit von 15 km/h. Der Preis 18.000 Euro. Beim Design kann gewählt werden einmal nichts, dann einmal ein Spurlockerer, das wäre also dieser hier. Dann gibt es einen Spuranreißer, den Lockerer plus den Anreißer oder nichts. Anhängerkupplung gibt es entweder nichts oder 3-Punkt mit Zapfwelle oder zurück zu nichts. Der zweite Teil ist der PTF 4000. Das ist die Seemaschine, kommt mit einem Gewicht von 940 kg, braucht 100 PS Leistung, hat eine Arbeitsbreite von 4 Metern und die Geschwindigkeit ist bei 15 km/h. Der Preis 14.000 Euro. Und dazu gehört natürlich der TF 1512. Das ist der Aufsatz für das Saatgut. Der kommt mit einem Volumen von 1500 Litern, einem Gewicht von 800 Kilogramm und dem Preis von 16.000 Euro. Hier beim Design kann gewählt werden zwischen Standard und Frontgewicht, das heißt also einem zusätzlichen Frontgewicht, einmal Frontgewicht 2 und zurück zu Standard. Diese Geräte können also zusammengehängt werden, also einmal den Grubber dran, dann plus die 3-Punkt-Zapfwellenkupplung, plus dann diese angehängt und dann natürlich vorne der Tank, der für Saatgut gemacht ist.
Wir kommen zum Case Puma CVX, der kommt von STV Modding. Downloadgröße 14,97 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Traktor mit einer standardmäßigen Leistung von 225 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 390 Litern, 84 Litern DEF. 55 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und das Gewicht liegt bei 9 Tonnen. Der Preis 184.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, BKT und Trelleborg. Dann die Motorenausführung, dann haben wir den 185er mit 225 PS, den 200er mit 245 PS, den 220er mit 260 PS, den 240er mit 270 PS und dann geht es zurück zum 185er. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Standard, Spezial, Schwarz und Grau. Und die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Grau, Silber und Schwarz. Die nächste neue Mod heißt Transportbox, kommt von Ostri, Downloadgröße 2,11 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Transportbox mit einem Gewicht von 490 Kilogramm und kostet 400 Euro. Die Hauptfarbe kann geändert werden aus der Standardperlette mit zusätzlichem Beige, hellgrün, dunkelgrün und dunkelblau. Natürlich kann diese Box verwendet werden, um eventuell Saatgut, Honig oder irgendetwas anderes zum Feld oder zum Verkauf zu fahren, wenn man nicht zu viele Menge hat. Ist wahrscheinlich auch gedacht, eher hinten anzuhängen, nicht vorne. Ja, aber es geht auch so, kein Problem. Wir kommen zum John Deere 6010er Serie. Der kommt von DB Modding, Downloadgröße 27,49 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser standardmäßig mit einer Leistung von 105 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 207 Litern, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Gewicht 6,3 Tonnen und der Preis 70.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Mitas, Michelin, Nokian, Continental, BKT und Trelleborg. Dann gibt es beim Design entweder Standard oder die Rundumleuchte links, rechts und beidseitig. Dann gibt es die Zusatzbeleuchtung entweder nein oder ja. Dann bei den Anhängerkupplungen kann gewählt werden zwischen dem 60 Kilo Frontgewicht, einem 360 Kilo, 560 Kilo Frontgewicht, 760 Kilo und 1010 Kilo Frontgewicht oder eben auch eine Fronthydraulik. Des Weiteren kann ein Starfire 6000 Empfänger hinzugefügt werden, der aber keinen Einfluss hat auf das Spiel. Dann ein Frontladeranbau kann natürlich auch hingebaut werden, und zwar einmal die Option Quickie, Quickie 2, Hauer, Hauer und einmal Nein. Schade, dass hier das John Deere Frontladerwerkzeug nicht angebracht werden kann. Die Motorenausführungen haben wir die 6510er mit 40 km/h mit 105 PS. Dann haben wir dieselbe mit der 50 km/h Variante. Dann gibt es die 6610er mit 40 km/h mit 115 PS. Dieselbe mit 50 km/h auch mit derselben PS-Leistung. Dann gibt es den 6810er mit 40 km/h mit 125 PS. Davon gibt es die 50 km/h Version mit 125 PS. Dann gibt es die 6910er mit 40 km/h und 140 PS. Und dann gibt es dieselbe Version mit 50 km/h, natürlich auch mit 140 PS. Dann gibt es noch die 6910er S Version. Und zwar hat diese eine Maximalgeschwindigkeit von 40 km/h und 150 PS. Dann gibt es die 50 km/h ebenfalls mit 150 PS. Und dann gibt es noch die 6910er S Chip Tuning. Die ist dann auch mit 40 km/h und 185 PS. Die 50 km/h natürlich auch mit 185 PS. Des Weiteren kann hinzugefügt werden, entweder den Kotflügel vorne oder nein. Und das war es auch schon mit den Konfigurationsmöglichkeiten für den John Deere 6010. Wir kommen zum Kuhn Performer 4000. Dieser kommt von Madar HR, Downloadgröße 14,16 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Grubber mit einem Gewicht von 5,7 Tonnen, braucht eine Leistung von 240 PS, hat eine Arbeitsbreite von 4 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 15 km/h und den Preis 30.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Friedestein und Trelleborg. Und das waren dann auch schon alle Konfigurationsmöglichkeiten
in diesem Fall. Wir kommen zum Massey Ferguson 4700, kommt auch von Holz FS und Gian FS. Downloadgröße 13,06 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Kompakttraktor mit einer Leistung von standardmäßigen 82 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 125 Litern, 15 Litern DEF, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und und das Gewicht 3,9 Tonnen. Der Preis 20.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, Wredestein, Nokian, Lizard und Trelleborg. Dann kann auch hier entweder das Gewicht und das Schutzblech hinzugefügt werden. Einmal Gewicht und einmal Schutzblech oder beides. Der Auspuff, da haben wir die indischen Varianten wie eben schon. Einmal Design 1, 2, 3 und 4. Bei den Fenstern haben wir dieselbe Option mit der Verdunkelung oder nicht. Anhängevorrichtung ist, so wie wir das auch schon gesehen haben, hier mit Design 1, 2 und 1, 2. Frontladeanbau natürlich Quickie oder Hauer. Dann gibt es bei der Motorenausführung die 4708 mit 82 PS, die 4709 mit 92 PS und die 4710 mit 100 PS. Die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Weiß, Grau und Schwarz. Der Kverneland AB85 kommt von Pushkap, Downloadgröße 4,85 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Pflug mit einem Gewicht von 845 Kilo, braucht 85 PS und hat die Arbeitsbreite von 2 Metern. Die Arbeitsgeschwindigkeit 12 km/h und der Preis 14.000 Euro. Die Designfarbe kann gewählt werden zwischen Kverneland Grün 1, Grün 2, Grün 3, Kverneland Grau und das Kverneland Rot. Wir kommen zum Autoload Pack und zwar kommt das von Raul I. Christi von VSR Modding Sur Team. Downloadgröße 9,1 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Anhänger mit zwei verschiedenen Versionen, wobei ich denke, dass hier die Namen vertauscht worden sind. Wir haben zum einen hier den Palettenanhänger oder zumindest so wird er hier genannt. Und zwar kommt dieser Anhänger mit einem Volumen von 20.000 Litern, dem Gewicht von 2 Tonnen und kostet 6.500 Euro. Hier kann konfiguriert werden, einmal ob dieser Mineraldünger laden soll, Kalk, Saatgut, Schweinefutter, Hafer, Weizen, Streusalz, Mineralfutter, Mineraldünger, Kalk und Saatgut und so weiter und so fort. Das sind diese Sachen, die man als Big Bags kaufen kann. Daher ist hier der Name definitiv vertauscht. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Mitas und Lizard. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und die Felgenfarbe kann ebenso aus derselben Palette gewählt werden. Dann kommt die zweite Version und zwar ist das der hier genannte Big Bag Anhänger, sollte aber hier definitiv der Palettenanhänger sein. Der kommt mit einem Ladevolumen von 16.000 Litern oder 16 Kubikmetern, einem Gewicht von 2,2 Tonnen und kostet ebenfalls 6.500 Euro. Die Reifenhersteller können hier auch gewählt werden zwischen Mitas und Lizard. Die Hauptfarbe hat dieselben Optionen wie der andere Anhänger und bei den Felgenfarben natürlich auch. Also wenn ich das richtig verstehe, sollte dieser Anhänger hier alle Produktionspaletten aufnehmen, automatisch. Und daher ist hier der Name definitiv falsch. Das müsste hier heißen Palettenanhänger und da drüben hier sollte es Big Bag Anhänger heißen, weil hier natürlich die entsprechenden Big Bags automatisch aufgeladen werden. Wir kommen zu einer weiteren neuen Mod und zwar ist das der Güllezubringer. Kommt von Bayern Agrar, Downloadgröße 7,45 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und der aufmerksame Zuschauer merkt, dass wir diesen Gästen auch schon vorgestellt hatten. Dieser alte Öltankwagen mit einem Fassungsvermögen von 16.500 Litern wird seit ein paar Jahren als Güllezubringer verwendet. Damit kann Gülle von Hof zum Feld transportiert werden. Aufgrund seines Alters ist er für kleine bis mittelgroße Betriebe eine relativ günstige Option. Und zwar kommt dieser Anhänger, wie schon angesprochen, mit 16,5 Kubikmetern Fassungsvolumen, einem Gewicht von 4,6 Tonnen, braucht 120 PS und kostet 12.840 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental und Lizard. Die Hauptfarbe kann ausgewählt werden zwischen Weiß und Galvanisiert.
Dann die Designfarbe kann geändert werden zwischen Rot und Schwarz, was den Aufbau betrifft. Und die Felgenfarbe versteht sich von selbst, kann aus der Standardpalette ausgewählt werden. Wir kommen zum Joskin Modulo 2. Der kommt von Budovec Team. Downloadgröße 12,08 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Güllefass mit einem Ladevolumen von 15,8 Kubikmeter, einem Gewicht von 8,1 Tonne, braucht 150 PS, Arbeitsbreite 12 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 17 km/h und der Preis 77.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Nokian, BKT, Vredestein, Mitas und Trelleborg. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und betrifft die Anbauteilchen hier, also die Details. Dann die Designfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und betrifft die Schläuche oder das Schlauchsystem. Und die Felgenfarbe, wie immer, versteht sich von selbst, natürlich für die Felgen. Wir kommen zum Garant Coche VE 8000. Dieser kommt ebenfalls von Budovec Team, Downloadgröße 7,4 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Güllefass mit einem Ladevolumen von 8 Kubikmetern, einem Gewicht von 2,5 Tonnen, braucht 85 PS, hat eine Arbeitsbreite von 9 Metern, eine Arbeitsgeschwindigkeit von 17 km/h und der Preis 23.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT, Michelin, Vredestein und Trelleborg. Das Design kann geändert werden zwischen weiß und farbig. Die Hauptfarbe kann aus der Hauptpalette. Die Hauptfarbe kann aus der Standardpalette ausgewählt werden und natürlich so auch die Felgenfarbe. Die nächste neue Mod ist das Schlepperdreieck. Kommt von Dithmarscher Modding. Downloadgröße 0,41 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Schlepperdreieck mit einem Gewicht von 60 Kilogramm und kostet 253 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Ja, aber ich frage mich, was denn dieses Dreieck uns bringen soll. Die Mod-Beschreibung sagt, this is a single-tracted triangle and does not have the availability to attach weights or attachments. Was eigentlich bedeutet, dass dieses Dreieck eigentlich nutzlos ist und zwar nur zur Dekoration dient, denn man kann hier nichts anhängen, auch keine Gewichte, sondern auch gar nichts. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar ist das die Ackerschiene, kommt von Happy Mole, Downloadgröße 0,42 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Diese kommt mit einem Gewicht von 23 Kilogramm und kostet 65 Euro. Dies hilft natürlich vor allem bei kleineren Traktoren oder älteren Traktoren das entsprechende Gewicht zu kriegen, damit man auch eben gewisse Anhänger mehr anhängen kann. Und es gibt noch eine mehr und zwar ist dies die Lizard Rundballengabel. Diese kommt von VR Modding, Downloadgröße 1,37 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese mit einem Gewicht von 245 Kilogramm und kostet 600 Euro. Hier gibt es absolut keine Konfigurationsmöglichkeiten. Na, kann man nutzen, um natürlich Rundballen aufzusammeln und wegzufahren. Wir kommen zum Farmtech Superfex 800 Düngerstreuer und Anhänger. Kommt vom BGamer 003, Downloadgröße 9,75 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Anhänger oder Miststreuer mit einem Standardvolumen von 10,5 Kubikmetern, dem Gewicht von 2,2 Tonnen, 64 PS benötigt dieser. Streuweite 10 Meter, 20 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und der Preis 27.500 Euro. Die Konfiguration kann geändert werden von Standard auf Anhänger. Das heißt also, hier der wird ein bisschen größer auf 12,5 Kubikmeter und zurück zu Standard. In der Konfiguration Anhänger ist das Ladevolumen ein bisschen größer, aber man verliert natürlich die Möglichkeit, dies als Miststreuer zu verwenden. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT, Vredestein, Lizard, Michelin und Trelleborg. Dann die Hauptfarbe kann geändert werden zwischen Standard, Rot und Schwarz. Und die Designfarbe kann gewählt werden zwischen Standard, Grün und Zink. Wenn ich mich nicht irre, ist er schmal genug, um zwischen den Weinreben hin und her fahren zu können. Ja, könnte eine Option sein, anstatt mit Flüssigdünger zu düngen, könnte man hier eventuell sogar mit Mist düngen.
Der 980K Radlader kommt von Genamsk, Downloadgröße 31,25 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt natürlich dieser Radlader mit einer Leistung von 370 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 320 Litern, 64 Litern DEF, 41 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und das Gewicht ist bei 31,4 Tonnen. Der Preis 200.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Nokian und Trelleborg. Das war es hier auch schon zu den Konfigurationen. Dazu kommt natürlich die Schaufel, das ist diese hier, hat ein Volumen von 12.500 Litern, bisher die größte Schaufel, wiegt 351 Kilogramm und kostet 1.400 Euro. Die nächste Neumod ist der Manitou MC, der kommt von Kyosho, Downloadgröße 7,94 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser in einem Pack, zum einen die MC Series mit einer Leistung von 36 PS, 71 Liter Tankfüllmenge für Diesel, 25 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Gewicht 6,2 Tonnen. Der Preis 37.000 Euro. Der Frontladeranbau kann geändert werden vom Hufmast FVD33 zum 37er oder zum 45er. Das heißt, man kann dann einfach weiter nach oben gehen. Die Motorenausführungen haben wir den MC18-4 mit 36 PS. Dann haben wir den 25-4 mit 50 PS und zurück zum 18er. Dann die Reifenvarianten gibt es hier verschiedene. Einmal mit Twin vorne und einmal die Nokian Twin vorne und so weiter und so fort. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt dieser Freiluftgarten, kommt von Omatana, Downloadgröße 1,06 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dieser natürlich zu finden im Baumenü unter Produktion und Gewächshäuser. Das ist dieser hier, kostet lediglich 2.000 Euro, um zu platzieren. Und dieser soll sich jahreszeitlich anpassen, das heißt im Winter ist eine Plastikplane drüben, also drüber, das heißt so wie ein provisorisches Gewächshaus, das ist für den Winter. Wenn wir jetzt mal die Produktionen angucken hier, dann sehen wir, dass wir hier auch standardmäßig Tomaten, Salat und Erdbeeren machen können, wie voranhin, also nur mit Wasser. Dann gibt es die Möglichkeit, einfach dazu auch noch Kartoffeln machen zu können und die Sonnenblumen auch nur mit Wasser. Dann gibt es ein Rezept, das dann im Prinzip Saatgut und Mineraldünger verwendet. Das heißt, wir brauchen hier dann Wasser, Saatgut und Mineraldünger, um Tomaten zu machen. Salat wird dann gemacht aus Wasser, Saatgut und Mineraldünger, Erdbeeren und Kartoffeln und die Sonnenblumen natürlich auch. Das heißt also, es gibt hier jeweils ein Rezept mit Saatgut und Mineraldünger. Dann gibt es noch eine dritte Variante, also ein drittes Rezept mit Wasser, Saatgut und Mist. Dann macht man Tomaten, Salat, Erdbeeren, Kartoffel und Sonnenblumen daraus. Wir kommen zum Palettenschieber. Der kommt von No Name, Downloadgröße 2,11 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Palettenschieber im Dekorationsmenü des Baumenüs unter Sonstigem. Gibt es verschiedene Optionen. Da gibt es einmal eine 2-Paletten-Version in der Länge von 7 Metern. Dann gibt es dasselbe in der Länge von 12 Metern. Und auch die 2-Paletten-Version in der Länge von 16 Metern. Dann gibt es auch die 1-Paletten-Version in der Länge von 7 Meter, 12 Meter und natürlich, wie hier verbaut, in der Länge von 16 Metern. Das heißt, wenn man einfach nicht genügend Zeit hat oder auch keinen Bock hat, jetzt jedes Mal diese Paletten wegzustellen, dann baut man sich diesen hier hin, drückt einmal auf die linke Maustaste und damit werden die Paletten zur Seite geschoben. Ich denke, wir müssen einfach aufpassen, dass genügend Platz hier auf der anderen Seite frei ist, damit diese Paletten auch richtig verschoben werden können. Wir kommen zum nächsten neuen Mod und zwar ist das die Saatgut- und Düngemittelproduktion. Kommt von Happy Mole, Downloadgröße 4,83 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das dieses Gebäude hier, Kostenpunkt 30.000 Euro zum Platzieren.
Unterhalt 15 Euro pro Tag. Und ja, dann schauen wir uns das mal im Detail an. Also Saatgut kann hergestellt werden aus Weizen, aus Gerste und aus Hafer. Dann dazu, zu diesem einen Rezept kommt jemals Flüssigdünger dazu. Dann gibt es das zweite Rezept mit denselben Getreidearten. Da kommt dann Gülle dazu und das ergibt dann natürlich eben das Saatgut. Dann kann auch Mineraldünger hergestellt werden. Dazu braucht man Mist und Wasser und da kann Mineraldünger produziert werden. Die nächste neue Mod ist das Bunker-Silo-Set von Top Ace 888. Downloadgröße 2,35 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Set zum einen mit dem kleinen Durchfahrsilo. Dann gibt es eine Bunker-Silo-Mauer, da kann man also selber hinstellen, wie breit man diese haben möchte. Dann gibt es eine Bunker-Silo-Mauer Nummer 2, das heißt, das kann entweder aus Mauer benutzt werden. Dann gibt es hier den abkippfreier Bereich, das heißt, da kann dann im Prinzip festgelegt werden, wo dann abgekippt werden kann. Und dann gibt es noch die Bunker-Silo-Auffahrt, das heißt, man kann hier definitiv eben auch von oben einfüllen. Der Kostenpunkt liegt zwischen 20.000 und 1.000 Euro. Für die, die gerne das Bunker-Silo brauchen, natürlich die perfekte Mod. Wir kommen zum Bienenstock-Paletten-Multispawner. Der kommt von Vanquish 081, Downloadgröße 1,87 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dieses zu finden, unter natürlich den Bienen, ist dieses Regal hier. Und das lässt zu, dass 9 Paletten gespawnt werden. Am Boden 3, erstes Regal 3 und dann oben auch nochmal 3. Der Preis 400 Euro, Kapazität wie gesagt 9 Paletten. Die nächste neue Mod heißt Dekosteine, kommt von Top Ace 888, Downloadgröße 1,99 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden natürlich im Baumenü, Dekoration und sonstigem. Gibt es 5 verschiedene Steine-Sets, die man setzen kann. Das haben wir so gesetzt. Das sind also hier jeweils 50 Euro kosten diese im Ankauf. Das sind diese Steine, die können also so gesetzt werden. Die nächste neue Mod heißt Bodenflecken, kommt ebenfalls von Top Ace 888, Downloadgröße 5,01 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich ebenfalls zu finden im Baumenü unter Dekoration und sonstigem. Das sind also verschiedene Möglichkeiten von Bodenflecken, die platziert werden können. Da gibt es einmal die helleren, einmal die dunkleren, dann gibt es auch einmal Asphalt. Dann gibt es auch noch einmal einen Steinschutt und so weiter. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Die nächste Mod ist der große Dieseltank. Dieser kommt vom Flasti 94, Downloadgröße 3,69 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Container. Das ist dieser Tank hier, Kostenpunkt 15.000 Euro. Und der tägliche Unterhalt liegt bei 40 Euro pro Tag. Dieser Tank kann befüllt werden mit bis zu 50.000 Liter Diesel, um natürlich am Hof direkt seine Tankstelle zu haben. Wir kommen zum holländischen Hallenpack. Dieses kommt von Ref Pharma und DMI 20 mm Normandy, Downloadgröße 16,95 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Hallen. Das ist zum einen diese Halle hier, Kostenpunkt 105.000 Euro. Dann gibt es diese kleine Halle hier, der Unterstand hier, Kostenpunkt 30.000 Euro. Und das ist diese Halle hier, wenn wir da reingehen. Dann haben wir also diese große Halle hier. Ich habe keinen Trigger gefunden für die Lichtanlage oben drin. Auch selbst wenn ich jetzt hier R drücke oder da geht das Licht nicht an. Also ich habe keinen Trigger gefunden, entsprechend für das Licht. Ja, auf jeden Fall schön, diese Halle hier. Auch schön von der Textur her. Natürlich ein großes Tor. Der alte Wasserturm, der kommt vom Team Rheinland-Pfalz, Markus. Downloadgröße 7,19 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Container. Das ist dieser
Wassertank hier. Kostenpunkt 5000 Euro und 10 Euro Unterhalt pro Tag. Wir kommen zum Alpenbauenhaus. Dieses kommt von Oma Tana, Downloadgröße 16,3 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden zum einen unter Farmhäuser, das ist dieses hier. Das ist das, das ausgestattet ist mit Trigger. Oder in Dekoration und sonstigem ist dieses Gebäude hier, wie bei Oma Tana bekannt, gemacht immer ein Schlafhaus oder ein Farmhaus plus ein Dekoobjekt, wenn man das einfach so hinstellen möchte. Kostenpunkt für das Farmhaus 50.000 Euro, für das Dekohaus 500 Euro und dann soll es noch ein Ferienhaus geben, und zwar das Alpenferienhaus, das ist dieses hier. Das generiert dann ein Einkommen von 9.600 Euro pro Monat. Ah, eine schöne Option, ein bisschen passives Einkommen zu haben. Ja, das ist clever gemacht. Also da kann man das die Hauptfarm haben, dann kann man daneben ein Häuschen hinbauen, was dann Touristen anlocken soll und dann auch ein bisschen Einkommen generiert. Die nächste neue Mod ist der Stahlschuppenpack. Kommt von Maka, Downloadgröße 8,3 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zum einen hier der Stahlunterstand geschlossen mit zwei Türen oder der Stahlunterstand eine Seite offen und der Stahlunterstand zwei Seiten offen. Wie von Maka gewohnt ist die Textur immer ausgesprochen gut. Auch hier kann man sehr schön sehen, also die Textur ist perfekt. Hier gibt es einen Trigger, wenn ich in der Mitte stehe und die R-Taste drücke, dann geht das Licht also an. Das gibt es hier, das hat zwei Türen, hier steht sowas wie eine Werkbank, da könnte man eventuell sogar einen Werkstatttrigger hinbauen. Ja, sehr schön. Wir kommen zum alten großen Gebäude. Das kommt von Matei Mods, Downloadgröße 9,78 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Das ist dieses Objekt hier, Kostenpunkt 45.000 Euro, 25 Euro Unterhalt pro Tag, hat mehrere Tore und Türen. Wenn wir auch mal reingehen, dann sieht das so aus. Um das Licht einzuschalten, gibt es hier einen spezifischen Elektrowerkzeugkasten, also Elektrokasten. Einmal draufklicken und dann ein paar Sekunden später geht das Licht an. Wunderbar. Auch hier schöne Texturen, sehr schön aufgelöst. Und als letzte neue Mod kommen wir zu der Scheune mit Garage. Die kommt ebenfalls von Matei Mods. Auch sehr schön dekoriert. Downloadgröße 15,53 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich auch zu finden im Hallenmenü, im Baumenü natürlich hier. Das hat sogar eine Solaranlage drauf, welche 960 Euro pro Monat generieren soll. Es gibt auch hier Tür- und Toranimationen. Das hier aufmachen schon mal, damit wir schneller durchkommen. Das ist dann diese Halle hier. Kann man raufgehen, kann man Ballen lagern, wenn man so will. Und wenn man noch weiter hochgehen will, kann man das hier auch tun. Wobei hier, weiß ich gar nicht, was man hier unterbringen könnte. Aber auch sehr schön hier die ganze Dekoration rundherum. Ganz, ganz schön gemacht. Hier gibt es noch einen zweiten Teil. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier auch einen Werkstattträger hinbauen kann. Hier ist der Lichtbereich. Jetzt gehen wir kurz gucken, ob er das auch innen steuert. Ja, das Licht ist jetzt an. Das wird also hier zentral gesteuert. Licht geht aus. Dann ist es auch so natürlich jetzt aus. Und zu guter Letzt gibt es hier auch nochmal eine kleine Werkstatt. Das ist hier ein Schuppen, wo man Sachen reinstellen kann. Ja, sehr schön gemacht. Sehr viel Liebe zum Detail. Das war es denn auch schon von den Mods von heute. Es waren 36 neue Mods. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken oder bei all denen bedanken, die bis zum Ende durchgehalten haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann bitte lasst doch den Daumen da. Holt euch das Abo, wollt ihr keine weiteren Mod-Vorstellungen oder auch andere Inhalte auf diesem Kanal nicht verpassen. Dann würde ich jetzt einmal sagen, ich wünsche euch nochmal eine schöne Woche. Wir sehen uns spätestens morgen wieder mit einer weiteren Mod-Vorstellung. Dann sage ich danke, tschüss und hasta luego.